Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und wir schreiben das Jahr 1244. Wir sind zurück in Schottland, zurück beim 49 Jahre alten Jirik, dessen Hauptsorge es tatsächlich immer noch ist, dass er gerne seine zwergenhafte Tochter verheiraten möchte, die er gerne liebt. Und ich gebe zu, diesen Bau, den wir hier vollzogen haben, die Baronie Dingville, die neu entstanden ist durch die Festung, die ist nicht ganz ohne Hintersinn entstanden, denn sie soll eine Art Unterpfand sein, ein Lockmittel sein für potenzielle Gemahle, für potenzielle Ehemänner, für Katriona. Denn ja, da hat er sie in der Nähe und er kann Leute quasi ins Land holen, damit sie hier dort zumindest eine Baronie führen und dort kann Catriona dann an der Seite ihres künftigen, ganz in der Nähe der schottischen Hauptstadt, ihr Leben verbringen. Das ist also der Plan gewesen und den wird er jetzt in die Tat umsetzen, denn durch diesen Trick gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit, hier interessante Leute herzuholen. Und ich habe einen auserkoren. Ich habe einen jetzt auserkoren, der potenziell unser Schwiegersohn wird, und zwar ein Norweger. In der Tat. Meine Wahl ist auf einen Norweger gefallen. Hier auf Havard, der ist derzeit Höfling in Färöer. Können wir uns ihn direkt mal angucken. Er hat sogar einen schwachen Anspruch auf das Herzogtum Island. Und er ist wohltätig, gütig, fleißig, gerecht, bescheiden und ein naiver Beschwichtiger, was nicht so schlimm ist. Und ich denke, das könnte ein geeigneter Ehemann sein für unsere Tochter. Und deswegen werden wir ihnen jetzt erstmal diesen Landtitel gewähren, nämlich die Baronie Dingmoor. Ich bin mal gespannt, ob dieses ganze Manöver jetzt klappen wird. Also erstmal holen wir ihn in unsere Nähe. So, ich glaube, das muss ja noch nicht mal irgendwie gutheißen, sondern der ist jetzt, glaube ich, schon Baron. Oh, das ist interessant. Die irische Bevölkerung in Tyrconnell hat die schottische Kultur angenommen. Zivilisierte Bauern, Tyrconnell wird schottisch. Hier oben, da wo wir derzeit immer noch unser Herzogtum haben und die Grafschaft auch direkt verwalten. So, jetzt gucken wir aber mal nach Caithness. Ne, nicht nach Caithness, sondern hier in die Baronie. Baronie Dingwall, und da haben wir ihn. Baron Harvard von Dingwall. So, und jetzt wollen wir das mal arrangieren, die Heirat. Mit unserer Catriona. Er selbst soll verheiratet werden und wir versuchen mal. Ah, matrilinear möchte er nicht. Ja, dann ebenso. Das ist uns jetzt hier wichtiger. Ups, jetzt habe ich das weggeklickt. Verdammt. Also nochmal das Ganze. Heirat arrangieren. Catriona. Und du selbst. Uns ist jetzt vor allem wichtig, dass sie in gute Hände kommt und in unsere Nähe. In unserer Nähe ist, dass wir uns gegenseitig stets besuchen können und falls er sie irgendwie schlecht behandeln sollte, kann unser Jirik sofort eingreifen und Maßnahmen einleiten. Ja, so sieht's aus. Das Gegenpapsttum in der Ferne ist beendet. Und wir gucken. Na, die Hochzeit ist, glaube ich, noch nicht vollzogen worden, aber ich denke, das braucht uns nicht davon abhalten, hier weitere Ausbaumaßnahmen, die nicht an unserer Burg, sondern an dieser Burg zu tun. Das ist immerhin jetzt die Burg unserer Tochter und die soll es doch auch schick haben. Deswegen werden wir als nächstes mal ein Burgstädtchen bauen, damit es da nicht ganz so öde ist und einsam, die Ärmste. So, und damit ist die Heirat vollzogen. Wunderbar, sehr schön. Und ich denke, das ist auch ein Moment, um das ein bisschen zu feiern. Können wir irgendwas feiern? Ich merke mir immer nicht. Ein Sommerfest wäre das nächste. Gelage ist, glaube ich, nur November, Dezember möglich. Ja, ich denke, dann werden wir mal ab Mai ein Sommerfest abhalten, anlässlich dieser schönen Gelegenheit. Anlässlich dieses schönen Ereignisses. So, warum wurde Bischof Vormund von Catriona? Ach so, hier gibt es noch eine Catriona. Ah, die Tochter von Methodan.
Die hat er auch Katyona genannt. Das ist sehr ehrenvoll. Gut. Hier hat sich Wissen... Methodan ist eigentlich jetzt nicht mehr Charakter von Interesse. Das können wir mal wieder beenden. Diese Details brauchen wir nicht von seinem Hofe. Unser Onkel, der hatte uns in der Tat interessiert. Aber Methodan, ja, ich sag mal, die Verschwörungen und so weiter, die sind jetzt auch, die Fraktionen, die sind unter Kontrolle. Und wir haben einen neuen Papst, Papst Innocentius. Ein Poet und ein Bastardpapst, der immer noch mehr oder minder vom Kaiser dominiert wird. Ach so, wir haben Mai und das war eigentlich der Moment, wo wir ein Sommerfest geben wollen. Wie gesagt, anlässlich der Hochzeit unserer Tochter. Okay. Es gibt einen Antipapst. Ich dachte eigentlich, wenn angezeigt wird, dass der Papst einen Lehnsherr hat, dann ist das quasi schon so eine Art Kontrollgeschichte. Warum gibt es da noch einen Antipapst? Merkwürdig. Etwas, was ich nicht ganz verstehe. So, der für das Sommerfest verpflichtete Hofnarr rannte mit seiner dämlichen Glockenmütze umher. Und bevor ich reagieren konnte, schlug er mich mit seiner Narrenpritsche. Vermutlich mit seiner Peitsche. Alle fanden dies, wie auch seine sonstigen Scherze bzw. Beleidigungen, sehr lustig. Ja, das war lustig. Toll. Es war ein Fehler, das Jerusalemer Hupfquartett zum Sommerfest einzuladen. Trotz des rhythmischen Klanges einer Harfe springen sie nämlich zu verschiedenen Rhythmen. Sie werden anscheinend niemals müde und springen, springen und springen. Sie springen so lange, bis einer von ihnen das Gleichgewicht verliert und auf einen seiner Kumpane fällt. Dies bringt sie dann alle zu Fall. Gott, das klingt ja wirklich lustig. Der Schluss war lustig. Herzog Pauls Meinung verbessert sich, das ist gut, weil der hatte ja hier schon mal Ambitionen, da im walisischen Recht was zu verändern. Die Hausierer laden ihre Waren auf und die Händler bauen ihre Stände ab. Die Jongleure, fahrenden Schauspieler und das andere Unterhaltungsvolk bereitet sich auf die Abreise vor. Das diesjährige Sommerfest ist zu Ende. Und es hat großen Spaß gemacht. Sehr schön. Gut, was haben wir hier? Eine Fehde zwischen Bürgermeister Radolf und Herzog Anakin von Connach hat unseren Hof erreicht. Okay, wir haben uns die Beschwerden angehört und sollen uns jetzt entscheiden. So ein bisschen schwierig jetzt, wo wir die Sachlage nicht so wirklich kennen. Vermutlich haben wir nicht richtig zugehört. Wir sind aber gerecht und gütig und allerdings auch feige. Und deshalb werden wir uns irgendwie nicht klar äußern. Sie sind schlimmer als zankende Kinder. Das finden jetzt beide doof. Aber vielleicht wäre ein feiger Charakter, hätte wahrscheinlich in Richtung des Herzogs argumentiert. Aber andererseits, er ist eben ja auch gütig und gerecht. Und insofern, glaube ich, war das immerhin eine gerechte Lösung. Unserem Vasallen, Kardinal Domnail, wurde ein Sitz im Kolleg der Kardinäle? Ich bin begeistert. Dieser gute Mann ist Kardinal geworden. Wow. Wohltätig, gütig, gemäßigt, zufrieden, tapfer, Zölibat und ein undurchschaubarer Intrigenspinner. Meine Güte, hat der viel Geld. Bringt uns das was? Ich bin mir mit diesem Kardinalsystem bin ich mir noch gar nicht so sicher, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Wahrscheinlich nur die, dass ein Kardinal potenziell auch Papst werden kann. Und das wiederum würde uns zum Kontrolleur des Papstes machen, glaube ich. So, es funktioniert das. Seine Eignung. Achso, er steht ganz hinten in der Reihe, aber die anderen. Ach nee, es ist nicht sortiert. Sollten wir jetzt Geld dafür ausgeben?
Ah ja, 859 hat der. Ah, so funktioniert das. Meinung. Weltliche Macht. Meinung des Lehnsherrn. Der Lehnsherrn, okay. Bestimmte Eigenschaften zählen hier. Alter, haut schon mal hin. Tja, wir könnten noch einen Wahlkampffonds auflegen, aber ich weiß nicht. Jurik möchte das Geld eher in seine Baumaßnahmen stecken, vermute ich. Gibt es hier schon wieder einen Aufstand in England oder ist das immer noch der alte? Ich bin mir gar nicht so sicher. Gregory, auf jeden Fall Gregory. War der nicht sogar schon mal König? Der hat sogar einen schwachen Anspruch aufs Heilige Römische Reich. Der hat sich mal wieder aufgelehnt gegen den König. Wo ist denn jetzt derzeit eigentlich der König? Oh, es hat die Königswürde hat schon wieder gewechselt hier unten. Theobald der Schlechte ist König. Als ich das letzte Mal das in Erinnerung habe, war hier oben die Hauptstadt. Okay, Mensch, also England, da geht's auch drunter und drüber. Und was ist nun passiert? Leute, Jurik ist gestorben. Ich kann es nicht fassen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. 50 Jahre ist er nur alt geworden. Und wir haben einen neuen König, Jurik den Zweiten. Manometer. Das ging ja jetzt doch schneller als gedacht. Schade eigentlich. Es war ein, na man kann es eigentlich nur so sagen, ein ziemlich erfolgreicher Interimskönig. Er hat in kürzester Zeit hier eigentlich sehr, sehr viel erreicht. Wie gesagt, die beiden, die Jurobesitzungen, er hat hier eine Handelsrepublik etabliert, er hat solide gewirtschaftet, er hat eine neue Baronie in Ross gegründet, er hat, ja, naja, er hat seine Tochter gut verheiratet und so weiter. Ich glaube, am Ende überraschend, aber kein schlechter König und vor allem war, glaube ich, mit sich selbst am Ende auch relativ im Reinen und zufrieden. Tja, liebe Freunde, okay, dann müssen wir das so hinnehmen und damit hat sich ja alles wieder verändert. Unsere Tochter, eine Tochter von Jurik II., ist offenbar Erbe. Offenbar hat er nur Töchter bisher geerbt. Okay, so sei es. Gut, dann will ich jetzt erstmal natürlich nicht weitermachen, sondern wir gucken uns ganz kurz für euch schon mal Jurik an und in der nächsten Folge gibt es dann wieder die ausführliche Einschätzung dieser ganzen Geschichte. Also, unser König Jurik II. Ist erstmal 27 Jahre alt. So, dann ist er ebenso wie sein Vater gütig. Ich konnte mich erinnern, dass er mal grausam war, aber das hat er offenbar abgelegt. Dann ist seine schlechte Eigenschaft Gefräßigkeit. Und er ist hinterlistig. Oh ja, sein Intrigenwert ist extrem hoch. Und er ist tapfer, anders als sein Vater, der feige war, was ihn zu einem Anführer potenziell macht. Und er ist gesellig. Das gilt das gleiche für seinen Vater und ist ein flüchtiger Schatten. Aber ansonsten weder irgendwie Ehrgeiz noch Stolz oder so treibt ihn um. Er auch keine Gier. Eigentlich, tja, ist er wahrscheinlich ein relativ banaler König, der einfach nur fressen und mit seinen Freunden und Vasallen zusammen sein möchte. Naja, wir werden es sehen. Das, wie gesagt, dem will ich jetzt hier nicht vorgreifen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Deshalb ist diese etwas kürzer als sonst, weil ich doch jetzt wirklich nochmal ausführlich jetzt die Lage analysieren muss, auch gucken muss, wie sieht es aus mit den Vasallen, was ist zu tun. Wir haben zu viele Domänen und so weiter. Es gibt also einiges zu tun in der nächsten Runde und darauf freue ich mich schon. Ja, dann geht's weiter mit Jurik II. Macht's gut. Bis dann, euer Steinwein.